Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fahrzeugfunktionen einfach erklärt. In diesem Video soll es mal um das Thema Webradio gehen und wie ihr Webradio im Fahrzeug nutzen könnt. Wichtig dafür ist zu wissen, dass das Fahrzeug online sein muss. Das heißt, ihr müsst entweder Datenvolumen für euer Fahrzeug freigeschaltet haben oder ihr verbindet es per WLAN-Verbindung mit eurem Telefon und nutzt das Datenvolumen des Telefons. So, wo findet ihr den Umfang Webradio? Der versteckt sich auch unter den anderen Funktionen Radiomedien. Wir gehen da einmal rein. Und dort gibt es ja den Reiter für das Thema Radio. Ich hatte das in einem anderen Video schon mal erklärt, wie das System allgemein funktioniert. Ich verlinke euch das mal oben. In diesem Reiter findet ihr nun oben dieses Dropdown FM-DAB. Dort könnt ihr nun wechseln auf Webradio. Und habt dann die Möglichkeit, nach diversen Kriterien euch euren Radiosender auszuwählen. Da ich aber weiß, welchen Radiosender ich gerne hören möchte, gehe ich einfach oben mal auf die Suchfunktion in der Lupe und gebe dort den Radiosender ein. Das wäre in meinem Fall das Thema Radio 1 vom RBB. Wir gucken mal. Je mehr Informationen ich eingebe, je detaillierter wird die Liste gefiltert. Jetzt habe ich das eingegeben und kann hier auf die 29 gehen und bekomme alle Suchergebnisse angezeigt, die er zu dem Radiosender gefunden hat. So, ich habe den Sender jetzt hier einmal ausgewählt. Das dauert manchmal ein bisschen, bis der geladen ist und dann kann ich ihn hören. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was ich mit dem Sender machen kann. Entweder ich kann ihn hören und kann mir das hier so als so ein großes Fenster reinziehen. Ich kann aber auch sagen, wenn ich häufig zwischen verschiedenen Sendern wechsle, dann möchte ich mir diese abspeichern. Das Abspeichern geht hier oben über diese Favoriten. Ihr seht gerade, wir befinden uns in der Radiosenderliste hier unten. Wenn ihr verschiedene andere Medien abspeichern wollen würdet, dann könnt ihr euch dort bewegen. Und ich gehe jetzt hier oben einfach mal ganz nach rechts und speichere Radio 1 ab. Das Schöne ist, wenn ich das hier abspeichere, dann gliedert sich das in die gesamte Liste ein. Das heißt, ich kann relativ schnell zwischen Sendern, die DAB, FM sind, hin und her wechseln und einem Sender, der zum Beispiel ein Online-Radiosender ist. Und auch wenn ich mich nachher auf dem Homescreen bewege, dann sehe ich quasi in der Kachel hier oben rechts meinen angewählten Sender. So, das soll es an dieser Stelle zum Thema Webradio gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür.